mehr Geräte erfahren, das wäre mein iPad und so weiter auch. Vorteil von denen in erster Linie, was für mich ist, ich lese relativ viele Sachen oder Dokumente, auch wie PDF. Und wenn man jetzt viel PDF-Dokumente ausdrucken müsste, also die E-Books sind es weniger, sondern eigentlich wirklich Dokumente, was man leicht von Internet runterladen kann. Und dann, was für mich ein Argument ist, ist eigentlich Batterielebensdauer und gute Lesbarkeit, also wie jetzt auf dem Display. Weil ein Nachteil von dem ist, dass man keine Interaktivität hat. Das stört mir im Augenblick noch. Vor allem Nachteile, wie gesagt, PDF ist ja, also das ist der kleine Kindle, A5-Format, aber PDF wird ja nicht reformatiert für das Darstellungsformat. Also wenn man ungünstig formatet ist, die Schrift entweder sehr klein, recht schwer lesbar. Da wäre eigentlich günstiger, wenn man wirklich E-Book hat oder HTML-Format, was besser aufs Display eigentlich formatiert. Also die Lesbarkeit wäre mit den anderen Formaten wirklich E-Books vermutlich besser oder vernünftiger, die ganze Navigation. Reflexion für Display, also schwer lesbar und Batterielaufzeit. Wenn man gute Lesbarkeit braucht und vor allem wenn man was hat wie bei Fortnite, also sagt man will was irgendwo haben, wo garantiert ist, dass man über Tag hinweg irgendwo lesen kann. Also das hat irgendwie Display, hat den Vorteil, weil man nicht unbedingt Animation oder Video braucht, sondern wirklich nur statisches Papier haben will, auch im elektronischen Format. Also ich bin Techniker. Techniker haben sehr viel damit zu tun, dass sie sehr viele technische Dokumente haben. Was ständig kommt, also ich brauche nur schauen von, sei es Datenblätter, sei es irgendwo Spezifikationen, sei es in Firmen, dass man selbst Pflichtenhefte, Lasthefte kriegt, wo sich sehr viel ändert, also wo man sehr viele Dokumente innerhalb von sehr kurzer Zeit kriegt. Das sind bei uns Größenordnung, sage ich mal, man hätte zum Lesen sicherlich 400 Seiten oder was pro Woche, sage ich mal ganz grob geschätzt, was man Informationen kriegt. Und das ist die Frage, druckt man das alles aus? Nimmt man immer einen Stapel Papier mit? Oder nimmt man sich ein Format mit, wo man sagt, okay, jetzt bei Zug fahren, bei nach Hause fahren, kann man das lesen. Das hat jetzt mit E-Learning selbst zu tun. Das ist eigentlich nur wirklich jetzt Information. Wenn man E-Learning haben will, glaube ich, ist zu wenig, dann wird man wirklich irgendwo Animationen noch brauchen. Also dann wird iPad oder ähnliche Systeme mehr Vorteil. Und ich denke, was dann da in Zukunft reinkommen müsste, wäre eigentlich dann, was für mich Zukunft wäre, wäre wirklich HTML5 mit JavaScript, mit 2D, 3D-Grafik und Animationen.